Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tourmaps zusammen mit Markus und Leberwurst. Reiß dich doch mal zusammen, weil anmoderiert. Warum passieren die witzigen Dinge eigentlich immer zwischen den Parts? Guten war jetzt wieder genial, erzählen wir es natürlich gleich im Bad auch, weil sonst ist es ja für die Zuseher nicht so lustig. Normalerweise sagen wir 1, 2, 3 oder 3, 2, 1 beim Starten, dass wir nachher gleichzeitig sozusagen in die Aufnahme gehen. Nein, guten macht einfach. Hallo und herzlich willkommen bei Tourers. Und das nach, weiß ich nicht, 300, 400, 500 Videos, die wir beide zusammen aufgenommen haben. Bist du Wahnsinn? Ja, wir haben schon mehr Videos, glaube ich. Ja, also in der Sie war ich ja quasi 200 fast die ganze Zeit bei dir dabei. Und dann, Forst, was hatten wir noch, so ein Megaprojekt. 300 Tourers? Ja, so mindestens, also wir sind schon gut über 500. Megaprojekt, aber man muss sich auch... Da warst du gleich bei meinen Aufnahmen, na, fast immer dabei. Ja, jedenfalls am Anfang, die ersten zwei Monate, glaube ich, fast immer. Und dann im Dezember nicht mehr so oft, da hast du ja häufig mal vormittags aufgenommen. Mhm. Ja, also... Da musst du ja eine gute noch in die Schule. Da hast du dann meistens mal mit Doc aufgenommen, glaube ich. Na, ich habe da mit Dennis einmal, mit Doc habe ich einmal gehabt. Aber meistens, also gerade am Anfang hat er irgendwie jeder bei jedem sofort, wenn jemand gesagt hat, er nimmt heute auf, dann waren irgendwie direkt drei, vier Leute da, die ja, auch ja, es war auch so dann, sinnvoller in meinen Augen. Als ja, das es mit war dem halt Plan. Richtig cool, als das noch so ja. gemäht hat. Ja, und du hast es einfach viel, viel anders da einteilen können. Weil mit den, ich brauche keinen fixen Aufnahmezeitpunkt. Ja. Das ist was, es ist zwar nett, wenn man es hat, aber das Problem ist, in einer Woche so geht der Tag vielleicht, in der nächsten Woche geht schon wieder nimmer. Weil du bist jetzt auch bei keinem Projekt einen fixen Termin, oder? Nö, früher hatte ich bei Tour was, bis um Part 100 hatten wir eigentlich immer Freitagabend. Okay. Ja. Das soll ich auch nicht. In der Woche nehmen wir irgendwann abends der Sie auf. Ansonsten. Ja. Aber früher, also eigentlich bis letzten Sommer war halt eigentlich immer meine Aufnahmezeit so. Freitagabend, Samstagabend. Dann, ja, das waren eigentlich, und in der Woche habe ich fast gar nichts gemacht. Ja, aber jetzt wirst du auch schon eher so, dass du am Freitagabend dann weg bist oder Samstagabend weg bist. Du bist ja auch älter schon. Und. Ja, also ich muss sagen. Ich finde eigentlich immer noch schön, so kurz vorm Wochenende, das ist immer so was man sich dann noch so zusätzlich Wochenende und eine schöne lange Aufnahme am Freitagabend. Das ist ich muss sagen, mir gefällt Wochenende. Das 2 Stunden so am Abend aufnehmen unter der Woche fast besser, als die nachher nur am Wochenende zu müssen. Muss in die Strohballen? Ja, es kommt halt sehr darauf an, wie viel du machst. Wenn du 2, 3 Projekte machst, dann reicht das Samstag, Freitag und Samstagabend ja. jeweils aufzunehmen. Aber in der kleinen Halle halt daneben. Leber. Wenn du halt 5, 6 Videos am Tag machst, dann musst du zwischendurch. Mhm. Also ich sehe hier keine. Was? Ah, scheiße! Sind das keine Standard... Waren das keine Standard... Oh, das waren nicht Standardballen, oder? Nee, das sind Ballen von der John Deere Presse. Nein, die Quaderballen. Das waren die von der Quaderballenpresse. Ja, aber nein, das waren Standardballen, oder? Von der Ja, aber es waren Standardballen. Schon. Ich weiß es nicht genau. Weiß ich nicht. Soweit ich weiß. Weil, was gehen die hier in den Lade? In den Nein, das bei, ja, sieht sie nicht. Aber warte mal, ich komm kurz mal hochgehüpft, wenn du mal kurz aussteigst. Ja. Schauen wir mal. Ja, die ganze Halle ist leer. Sind alle weg? Ja. Weil das sind ja keine. Da war 10 Parts lang dran gestapelt. Nicht gestapelt, ich weiß nicht, wo die hin sind. Ja. Kann der. Hä? Ich weiß nicht, wir haben nur die Quaderballen, halt die Presse entfernt. Ja, aber. Die Ballen waren wahrscheinlich bei dem Mod dabei. Weil die haben die andere Textur gehabt. Das waren Modballen wahrscheinlich. Und dann. Dann sollte man sie aber aus der Vehicles rauslöschen noch. Ja. Ganz wichtig. Ja, dann macht's doch Strohballen. Ja, erstmal möchte ich jetzt in einen Ladewagen einstreuen. Ja, aber ich habe ja da unten so viel Stroh jetzt, da kannst du sowieso mehr als wie genug Ballen auch noch zusätzlich pressen. Ja, wir machen erstmal einen Ladewagen voll und noch was pressen. Dann kommt's überhaupt gleich zu zweit runter oder was nachher?
Ja, ich bin gerade am Mähen, nur. Wenn ich damit fertig bin, kann ich mal mich darum kümmern. Ich weiß nicht warum. Dann haben die eine andere Textur gehabt oder irgendwas nur. Wahrscheinlich. Und die Textur war im Mods-Ordner drinnen von dem Dings und weil ich ihm nicht mal lade, beziehungsweise rausgelöscht gleich habe. Ja, auf das habe ich nicht mehr gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, jetzt ist es wieso vorbei. Ich weiß, müssen wir mal nachher schauen, ob die in der Vehicles drinnen sind oder nicht. Weil wenn sie in der Vehicles drinnen sind, müssten wir sie noch alle rauslöschen. Ja, beziehungsweise wenn wir den Mod reintun, müssen sie dann wieder da sein. Nein, nicht unbedingt. Wenn es kann sein durchs Abspeichern, dass die Maschinen ja dann verschwinden automatisch gleich. Weil sie ja nicht mehr vorhanden sind sozusagen. Ach Mann, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir uns damit so viel Arbeit gemacht haben und jetzt. Na, wir haben sie nur nachher reingehaut, blöd genommen. Ja, aber blöd genommen waren es doch 2,5, 3 Stunden Aufnahme, die wir da mit verbracht haben. Ja, wenn wir dann Rundball machen, die haben wir ja dann Dann können wir auch besser. Strohrundballen machen, ja. Und bald werden auch noch andere Felder, denke ich, fertig, dass wir noch mal ein, zwei Felder Stroh machen können, dann Ja, sollten ich wir. glaube, wir kriegen so viel Rundballen runter von dem Feld auch. Na, das sind ja doch immer, also ich glaube, dass wir von dem Feld vielleicht so 80 Kubik Stroh runterbekommen. Und das wären ja gerade mal 12 Ballen. Und wenn wir den Ladewagen voll machen, dann sind es nur noch 5 Ballen oder so. Okay. So groß ist das Feld ja auch nicht, 30. Das sind, glaube ich, 2,5 Hektar oder sowas gewesen. Ich habe wirklich keinen Plan. Da mache ich jetzt halt mal eine Mischration aus Gras und Silage. Du bist gerade mit Johnny unterwegs, oder was? Nein. Ach so, da gehören auch die Ballen gepresst eigentlich, das eine Feld. Boah. Ich sage, wir haben viel zu wenig Arbeit. Viel zu viel Arbeit für drei Viel Leute. zu wenig Arbeit. Ja, haben wir auch schon. Also 4 ist mittlerweile eigentlich Mindest, kann man sagen. Klar, ein paar Folgen, aber irgendwann übermannt einen die Arbeit. Es wäre auch cool, wenn es ab und zu auch ein Abfahrer heißt, das elektrische Fahrer. Ja. Schlimm wäre das, wenn ich das bei meinem Projekt, weil da hüpfe ich ja nicht mit Tabulator, sondern renn zu den ganzen Maschinen. Ja. Und dann gerade auch die Auenbach ist ja nicht ganz so groß, glaube Ja, ich. nein, die ist. Die ist ja nur, weiß ich nicht, ein Viertel oder so. Ich glaube, wenn du von der einen Ecke in die andere Ecke zu Fuß läufst, rennst 3 Minuten höchstens. Bin ich auch mal gespannt, ob du dann irgendwann, wenn du, sage ich mal, alle Felder da hast und große Geräte oder relativ große Geräte, ob du dann nochmal die Map wechselst, weil Na, irgendwann ist es, glaube ich, ich habe sehr im Bad klein da. jetzt schon gefragt, in einer der nächsten Parteien, was ich rausbringe, ob ich nicht einen Map-Wechsel machen soll. Ja. Weil teilweise nervt die Map halt. Ja, nicht sie nervt, nicht sie ist halt ein bisschen. Ja, für manche Geräte nachher ein bisschen zu komisch schon. Die Map wäre an sich eigentlich auch ganz schön, aber es ist halt so ein bisschen Und sehr winzig du auch. siehst nicht wirklich viel von der Map. So wie du da, du hast, was für Felder hast du am Start gehabt, noch einmal? 10 und 15. 10 und 15. Aber du bist dann relativ schnell nachher zu einem nächsten Feld. Und die. Halt du bei der Map ist, die sind alle nebeneinander, die Felder blöd genommen. Du Ja. fährst zu den Feldern schon deine Weil Zeit es auch ist hin, aber fast du egal, siehst ob man immer jetzt die auf Feld gleichen 1, 2 Felder. oder 3 Ja. ist. Ja, eigentlich kann man die ja sogar zusammenlegen, oder? Nein, nicht alle, aber. Da sind, glaube ich, auch teilweise Zäune und Gebüsche dazwischen. Ja. Ja, aber ich finde die Map noch immer passend für das, was ich angefangen habe. Gerade für deine Größe finde ich so, also, du hast ja jetzt noch nicht so einen Mega-Fuhrpark. Da geht die Ja. Größe auch noch. Aber zu zweit haben wir auch schon, halt zu zweit geht fast gar nichts mehr. Ich schaue jetzt auch immer, dass wir zu dritt sind. Weil es geht sich gerade zu dritt aus, so das machen wir die ganze Session und dann sind vielleicht so 4, 5 Parts, wo man zu zweit, wo man nicht mehr Arbeit für 2 Leute haben. Also die Kühe haben 5% Produktivität. Also, was haben sie denn? Oder ist das die Grundproduktivität, die sie mitbringen? Mischration haben sie. Ah, dann müsste aber noch anlaufen. Die müssten eigentlich 50 oder so Na, groß für Kühe. Mischration Bringt mit am kriegst du, meisten. ja, aber kriegst du erst dazu, wenn du alles andere drinnen hast. Soweit ich weiß.
Ah, ich habe die Kühe schon ewig nicht mehr selber gemacht. Nee, du bekommst auch eigentlich 100, wenn du nur Mischrationen und Stroh und Dinge. Ja, aber du musst das andere drinnen haben, sonst zählt's nicht. Soweit ich weiß. Es wird nur nichts verbraucht von den anderen Zeug. Weil du brauchst nee, glaub ich nicht. Okay. Weil ich glaube, das ist auch so wegen dem hochwertigsten Futter. Ich glaube, Gras ist dann so das wenigste. Ja, genau. Und es wird dann durch Silage ersetzt und Mischrationen ersetzt dann halt die Silage. Aber ich würde fast einen Anhänger Silage auch noch reinholen, vielleicht jetzt. Nur so. Also mit dem Mello kann man richtig schön. Einfach mal so als Grund. Ja. Mal ein bisschen was drin hat. Das könntest du. Also entweder du tust Ballen pressen oder du schaufelst jetzt noch mal Silage eine Partie rein. Ja. Da kann ich auch mal nicht schwer hier eh noch mehr. Hast du den Anhänger jetzt komplett leer gebracht mit der Mischration oder ist da noch was drinnen? Ist leer. Ja, dann macht der einen Anhänger, würde ich nur mit Silage voll machen und die reinkippen. Okay. Eine Sache ist ein bisschen doof, wenn du mit dem Merlo in diesen Mittelgang durchfährst, auf den Kuhstall dann raus, auf die Weide, kommst du nicht mehr rein. Wieso? Weil der Trigger von der Tür da ein bisschen doof ist und dann die Tür wegdrückt, weil du so nah ranfahren musst. Fahren wir mal rückwärts rein. Arsch vorne. Mit Arsch sozusagen. Weil dann hast du nur drückt, kannst dich nicht wegdrücken wahrscheinlich, dann könnte es sich besser ausgehen. Oder eher von der Seite ranfahren, dass die Tür sozusagen auf der Seite aufmacht und du nur von der Seite dort stehst. Also ich mache jetzt noch mal einen Mischwagen voll mit Silage. Ja, guck mal, schon 90% Produktivität. Ja. Also eigentlich bräuchten wir gar keinen Stroh für die Mischration. Ja, das weiß ich eh, aber Stroh ist das günstigste. Ja, eigentlich schon. Deswegen gibt es eigentlich dazu. Ein bisschen strecken. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte mir... Gleich wollte ich pressen und... Na, oder einen Ladewagen wolltest du. Wie du ja, willst, genau, Ladewagen auch noch. Also aus dem Silo erstmal mit... presse ich, glaube ich. Aber ich kann auch zuerst einmal mit Ladewagen, weil ich bin jetzt gleich mit Dreh schon fertig. Also bist du auf Feld 30 dann, oder was? Ja. Ja, ich bräuchte für den Ladewagen am besten mal eben den JCB. Für den Ladewagen? Für den Krone-Ladewagen. Ein 36er. Ja, der hängt gerade der Zettel dran. Achso. Du wirst aber jetzt nicht alles reinbekommen. Nö. Wir müssen ja nochmal hin und her fahren. Ja, dann stelle ich immer mal da unten hin, auch auf den Platz. Mach also leer, oder was? Dann werde ich mal den 936 umhängen. Mit dem Melo hier zu schaufeln und da rumschaufeln ist ein bisschen doof, weil am Anfang diese Trigger will er nicht schaufeln. Den ersten Haufen von. Ja, ich habe das vorher gehabt beim Ausschaufeln. Ist mir das so vorkommen? Dass das irgendwie. Beim Silo oder was meinst du? Naja, beim Silo ausschaufeln, dass du mit dem Merlo, mit der Kippschaufel, dass du da extrem rauffahren hast müssen, dass er den genommen hat überhaupt. Ja, ich muss dann komplett auf dem Silo stehen. Ja, genauso wie ich. Man muss auch auf den Winkel achten. Der Winkel passt aber eigentlich. Eigentlich hätte ich den New Holland auch nehmen können für den Krone. Die 200 PS hätten das eigentlich auch noch hinbekommen. Ja, du hättest doch Zeta mit New Holland können. Ja, aber das habe ich ja nicht. Der war ja schon so. Ach so. Der war schon so. Das ist immer die beste Aussage. War ich da. Nicht, das waren andere. Ich glaube, da ist Leberwurst der Schuldige. Ja, ich hatte halt den 936 und habe den halt von Zeta gehängt. Bei dem 19 Meter Riesensetter. Weil du würdest in Deutschland auch nicht fahren, oder in Österreich. So ein Riesensetter? Oh ja. Obwohl ja, man macht nur bei uns Zetter wird fast nicht, braucht man selten heutzutage mehr. Weil die meisten machen sowieso nur Grassilage mehr. Weil zumindest was ist viele, nicht die meisten, aber sicher viele schon. Weil ja. Heu machen wenig Leute. Wenn ich so drüber nachdenke, die meisten machen hier auch Silage.
Und zum Silage machen brauchst du nur, falls das Gras viel, viel zu nass ist. Ja, und das ist eh recht entspannt, wenn ich morgens mit der Bahn zur Schule fahre. So die kompletten Felder komplett mit Grasballen voll. Oder Heuballen. Ja, meistens sind es Grasballen, die nachher eingewickelt werden. So. Ich muss sagen, wie ja? viele Folgen haben wir jetzt? Das würde mich nämlich gerade interessieren. Ich habe keine Ahnung. Ne? Oder sechs? Sechs waren es, glaube ich. Ja, sechs. Das ist der sechste in dieser Aufnahmesession. Das heißt, es ist jetzt nächste Woche Donnerstag. Freut euch schon auf morgen, denn da ist der letzte Schultag und da kommt dann auch wieder der nächste Part und ich sag tschüss. Genau, ciao Leute. Tschüss.